Das war ein langes Intro. Ich glaube, ich mache Folge 1 die halbe Stunde hier. Ho. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunken Notbootwänden, was in der Tat Coles Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends, so richtig mit Dancen und Saufen und allem. Hussa mit Saufen und Alm. Deponia, was ein Schrott. Teil 2. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Ah, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Arrr. Guten Morgen, Schlafmütze. Hm? Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Aha. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Komisch. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Ja, ernsthaft. Dieser Vogel zum Beispiel, weißt du? Ohne mich, der wäre doch jetzt tot, ja? Aber dank mir ist er jetzt an einem besseren Ort. Erkenschwieg, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, Mülleimer, greif mal rein. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Ja. Das hier ist immerhin Deponia. Richtig. Glitschig. Ist das eklig? Hm. Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Muss ich nichts zu sagen, ich oder? Ich kann nicht hier weg. Nicht ohne Goal. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer. Weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Ja. Gut so. Wollte ich das wissen oder scheinbar schon? Dann schauen wir mal in den Hafen. Wo sind wir hier gelandet? In welchem Dreckspiratenkaff? Arrr. Es geht doch nichts über frische Seele. Genau. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und Tonis Mutter. Psst, du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Nah dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Mhm. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber okay. Wo ist die Spelunke? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Genau. Aber... Ich kann mich auch später noch in der Erst einmal. Spiel ich, Mann. Wozu drücke ich Escape? Dankeschön. Stell die Musik mal noch ein bisschen runter. Das kannst du so überhaupt nicht verantworten. So, sag mir irgendwas, Rufus. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Hm? So schön viel Potenzial. Kann ich doch noch ein bisschen... Ich bin bei solchen Einstellungen immer mega schlecht. Ich kann es immer überhaupt nicht einschätzen.
Und am Ende habe ich den Salat. So in schön Sony viel Vegas Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Ach komm, das wird schon so passen. Wenn nicht, dann werde das merken. Airbag-Kiste. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Den werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Was ist hier denn? Okay. Clever Bite. Wir haben hier einen Stock, einen Farbeimer, eine Kurbel und die Isolierband. Wir nehmen erstmal alles. Zack, die Kurbel nehmen wir mit. Den Eimer nehmen wir mit. Können ausgerechnet wir nicht. Weiß, der Spielverderber unter den Farben. Langweiler. Lame. So, was willst du denn? Sonst haben wir hier alles. Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Ja, warum eigentlich? Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch fair bitten. Mein Name ist Cleverbite. Ich bin eine autonome, Kubernetes hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite. Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Gleitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dings-Da-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetiker. Mimimi, überlegen, mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. So, dann reden wir jetzt die ganze Zeit einfach so, weil der Hund es auch macht, ja? Ich bin ein überlegener Kybernetiker, der Player namens Zuckerloni 1. Wenn ich so weitermache, ist hier bald Titanic, weil ich mega am Untergehen mit meiner Sposte. Entschuldigung, Platz. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund genau, bist. Genau, vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klacks. Sieh mir vor, wie sie auf einen Zwölf machen. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werd nicht mehr. Also ganz ehrlich, wie kann so ein Hund so dumm sein, nicht Platz können? Das ist total, ganz ehrlich, überlegen, Kinesis, Kybernetis, das ist alles Bullshit, ja? Solange ich in diesem Stream bin, werde ich so reden, das ist mir scheißegal, was ihr davon haltet, ja? Ich sehe es so, wie so ein Joint. Lass mich durch, ich muss zum Doc. Oh, Alter. Das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zeigst du es mir dann nicht einfach? Lässt du mich bitte herein? Lässt du mich bitte herein? Das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Herein. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte, bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch. Das wussten übrigens die wenigsten, jetzt kommt ein bisschen Informatikwissen. Ja, also 8 Bits sind ja ein Byte, ja. Und 3 Bit sind ein Bitte. So. Ich habe mich schon mental darauf vorbereitet auf diesen Spruch jetzt. Und ich habe gedanklich schon 2 Stunden geweint einfach. Wer ist ein artiger Roboterhund? Zu Recht. Lass mich kurz darüber nachdenken. Deine Mutter vielleicht? Was? Oh, du Mieser.
Der hat gesessen, ey. Alter. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. So, wir haben ein Stöckchen, mit dem du sicher was fangen kannst. Hier. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass ich dich dann vielleicht sogar durch. Cleverbite. Der hieß Cleverbite, der ja schon. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Nö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Genau. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr. Isilierband. Mal sehen, ob der immer noch lacht, wenn ich ihm sein blödes Blechmaul gestopft habe. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Nochmal Stock. Na, schau mal, was... Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Na los. Ja, ich glaube, das reicht tatsächlich langsam. Entschuldigung, dass ich mich über dich lustig gemacht habe. Also holst du es jetzt? Das geht leider nicht. Ich bin programmiert, hier vor der Tür zu bleiben. Aber wenn du es mir noch einmal holst, dann lasse ich dich vorbei. Versprochen. Ja. Hier ist dein Stöckchen. Warte, ich mache es dir vor, aber pass diesmal besser auf. Oh Junge! Oh Junge, Junge! Oh Junge! Oh Junge, Junge! Darf ich jetzt durch? Lässt du mich jetzt durch? Das geht leider nicht. Ich bin programmiert, hier vor der Tür zu bleiben. Blöder Köter. Gibst du Ja. Und was ist das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Darauf wird wohl nicht. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkreditiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Ja, alles Gleiche. Das wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht tue ich mich nicht von dir verbessern lassen, jawohl. Es liege mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst. Okay. Oh! Sag das doch gleich. Danke. Wie wär's mit sowas? Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Also nicht, okay. Was damit? Dann schon eher schwarz. Mit und kann ich überhaupt irgendwas damit kombinieren? Dann schon eher mit und also nicht. Dann schon eher mit und habe ich was übersehen? Da hinten ist eine Lampe. Vielleicht ist ja die Fassung lose. Da Capo! Da Capo! Vielleicht ist ja die... Da Capo! Also er sagt nichts Neues, okay. Vielleicht ist... Nein. Da Capo! Ein Köder? Der ist doch noch gut. Willst du einen Köder? Mal sehen, ob der immer noch... Na,
Was können wir denn hier sonst machen? Wir haben ja nichts. Ist da vorne noch was? Habe ich was übersehen? Eine Karte, Nest. Ich könnte hinter... Ich kann mich auch später... Erst einmal wäre ja noch... Hier ist ein Ei im Schornstein. Ich erst einmal wäre ja noch... Ansonsten kann ich aber nichts nehmen. Eine Karte, Ofen... Ich kann den Ofen aufmachen, okay. Aber ob da was drin ist, weiß ich nicht. Nein. Nee, ich kann hier nichts mehr machen. Ich muss Cleverbite irgendwie so überlisten. Ein Stock. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag... Wann der Schlag fertig ist. Genau. Was so ein Schlag... Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Genau. Schlag. Den Rat. Wegen elektrischem Schlag und so. Oh. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Oh, nee.